Moin, heute geht es wieder um dich und um deine Seele. Und wir wollen uns heute wieder mit der neuen Zeit beschäftigen, nämlich was sich verändert hat, was Neues, auf was du unbedingt achten solltest in Bezug auf deine Seelenaufgabe, aber auch dein Seelenbusiness, dein Seelenpartner, deine Seelenpartnerschaft, aber auch für deinen Seelenpartner, du als Seelenprozess. Und was das ist, das verrate ich dir jetzt in diesem Podcast-Video. Wir sind Sanett und Easy, meine Seele. Wie schön, dass du da bist, okay? Los geht's. Ja, die neue Zeit, ich habe schon oft drüber gesprochen, ich finde die ja mega cool, weil sich so viel verändert. Und da gibt es einfach auch neue Dinge, die wir beachten sollten, wenn wir wirklich erfolgreich unser Seelenbusiness leben wollen oder eben auch eine erfüllte und glückliche Seelenpartnerschaft beziehungsweise leichter durch diesen Seelenpartner-Dualseelenprozess zu gehen. Denn es ist etwas, was ganz Besonderes, auf das du jetzt achten solltest, nämlich auf dich. Es ist wichtig, dass du zuerst auf dich achtest. In beiden Fällen, im Business und in der Liebe. Jetzt wirst du vielleicht sagen, oh nee, das ist aber ein bisschen egoistisch. Nein, überhaupt nicht, weil es kommt nicht von deinem Ego her, dass du zuerst auf dich achtest, sondern von deinem Herzen, denn das ist Selbstliebe. Und die wird jetzt groß geschrieben in der neuen Zeit, weil es ganz, ganz wichtig ist, dass du dich nicht mehr völlig verausgabst, nicht mehr völlig energielos, weil du alles gegeben hast, da bist und nicht mehr geben kannst, sondern dass du dein Leben genießt, dass du voller Freude dein schönstes Leben lebst, deine erfüllteste und glücklichste Seelenpartnerschaft, die du dir nur vorstellen kannst. Darum geht es in der neuen Zeit. Nicht mehr um Ausbeuten oder ich verausgabe mich total, sondern wirklich ums Genießen, ums bewusst zu genießen, um bewusst das zu leben, warum du hier bist. Und gerade wenn du eben auch eine Soul-Leaderin bist oder eben zu den Seelenpartnern gehörst, die sagen, hey, ich bin hier echt ein Vorbild, weil ich einfach was Neues lebe. Ich lebe die Liebe neu, ich zeige, wie das funktioniert, genauso, dass ich auch Business neu lebe, mein Seelenbusiness, weil das hat ja ganz andere Faktoren, da habe ich ja neulich schon mal drüber gesprochen. Und es ist so wichtig, dass du in der neuen Zeit eben in deiner Schwingung bist, weil es geht alles um Schwingung, es geht alles um Energie, du weißt, alles ist Energie und das wird jetzt nochmal deutlicher und das wird jetzt einfach nochmal schwerpunktmäßiger, wichtiger, dass wir uns damit beschäftigen und das für uns auch nutzen, weil wir wollen ja eine, sage ich mal, glücklichere Zukunft schaffen, wir wollen ja etwas Neues erschaffen auf dieser Welt, wir wollen der Welt eine neue Chance geben, sozusagen einfach auch glücklicher zu sein und harmonischer miteinander und einfach mehr in Liebe leben. Und das bedeutet, dass wir mit uns im Einklang sind, dass wir auf uns achten, dass wir in unserer Mitte sind, dass wir aus uns heraus schöpfen können und nicht mehr so das Außen abhängig machen von dem, wie es uns geht. Habe ich ja schon oft drüber gesprochen. Auch zum Beispiel, was es bedeutet, sage ich mal, im Business oder eben auch in der Seelenpartnerschaft, wirklich da seinen eigenen Alltag zu schaffen. Nicht mehr sich anzupassen, oh, ich muss mich der Arbeit anpassen, sozusagen, ich muss mich meinem Business anpassen, ich muss mich da wieder verbiegen oder genauso in der Seelenpartner, also beziehungsweise in der Beziehung, ich muss mich wieder verbiegen und verzerren. Nein, das geht in der neuen Zeit darum, dass du bist, wie du bist und dich nicht mehr verbiegen musst, sondern dass du deine ganze Schönheit leben darfst, dein ganzes Wunder, was du bist. Und das funktioniert nur, wenn du aufhörst, dich zu verbiegen, sondern wenn du sagst, hey, wie gefällt es mir denn am besten? Wie möchte ich das denn am besten machen? Genauso in der Seelenpartnerschaft. Ganz klar, da ist natürlich noch der Partner da, mit dem, sage ich mal, ist ja logisch, dass man da letztendlich sich auch abstimmt. Aber nicht mehr so wie sonst. Ne? Ich verbiege mich, damit der andere mich mag oder ich verbiege mich, damit meine Kunden mich mögen oder so. Nein, darum geht es nicht mehr. Sondern es geht darum, dass du wirklich in deiner Fülle bist, in deiner ganzen Größe bist und das wirklich genießt, was du da machen kannst. Weil in deiner Seelenaufgabe, ja, hast du ganz viel zu geben. Darum bist du hier. Du hast eine Mission, du hast so viel zu geben. Aber du kannst nichts mehr geben, wenn du dich völlig verausgabst. Ne? Es ist ja auch immer dieses, wenn du dein letztes Hemd gibst, hast du nichts mehr zu geben. Es ist einfach so. Und je mehr du in dir bist, je mehr du in deiner Kraft bist, desto mehr kannst du geben. Das ist ja das Tolle. Und darum ist es so, so, so wichtig, dass du als allererstes auf dich achtest, dass es dir gut geht. Aber wie gesagt, nicht vom Ego, sondern von deinem Herzen, von deiner Selbstliebe her. Genauso in der Partnerschaft. Wenn du dich da völlig verausgabst, dich völlig verbiegst und es dem anderen immer nur recht magst, wirst du nie glücklich sein. Du wirst auch nie eine erfüllte Partnerschaft leben können. Das funktioniert nicht.
sondern es geht immer nur, wenn du auf dich achtest, dass es dir auch gut geht. Wie gesagt, da ist noch ein zweiter Mensch, irgendwie so noch eine andere Seele, aber da eben auch in der Harmonie zu leben, Kommunikation, sich absprechen, geht wunderbar, lebe ich seit 13 Jahren. Und das Schöne ist ja, wenn du dir mal überlegst, was das bedeutet, wirklich du selbst zu sein, in deiner Kraft zu sein, deiner Power zu sein, in deiner Seelenpower, habe ich ja auch eine wunderbare Meditation neulich gemacht. Hör dir die mal an, ich blende sie auf alle Fälle ein und schreibe sie in die Beschreibung rein, sodass du dir die nochmal anhören kannst, falls du es verpasst hast oder merkst, oh nee, die möchte ich mir doch nochmal anhören. Das Tolle ist, wenn du in deiner Kraft bist, kannst du so viel mehr Gutes tun. Und wenn du bei dir bist, wenn du in deiner Selbstliebe bist und aus deinem Herzen agierst, aus deinem Herzen siehst, aus deinem Herzen ja, beobachtest und betrachtest und die Welt wahrnimmst, ist es eine andere Welt, die du wahrnimmst, als wenn du in deinem Mangel bist, wenn du nicht mehr kannst, wenn du völlig verausgabt bist. Weil dann bist du, wie gesagt, in deiner Größe und du hast deinen Fokus ganz anders. Du hast deinen Fokus auf das Positive. Und so kann das ja auch immer mehr in deine Welt kommen, immer mehr in dein Leben kommen, weil du es ja letztendlich anziehst, weil du auf der Frequenz bist. Das heißt, es ist so wichtig, dass du dich in der neuen Zeit immer wieder einschwingst auf deine Frequenz. Natürlich gibt es auch mal einen Tag, wo du vielleicht sagst, oh, heute ist nicht so mein Tag, ich finde es irgendwie blöd oder ich fühle mich nicht so. Obwohl, da wäre mir ein Tag schon viel zu lange. Das mache ich viel kürzer, weil du weißt, mit einem Gedanken kannst du deine Stimmung ändern. Kannst du dein Wohlbefinden ändern. Und das ist das Tolle, wir haben so eine Macht. Das heißt, ich lasse gar nicht erst einen Tag ein schlechter Tag werden, sozusagen, wo ich mich nicht wohlfühle, sondern den verändere ich ratzfatz. Weil, wie gesagt, das können wir. Wir haben diese Macht als Menschen und das sollten wir auch wirklich nutzen. Weil es ist doch viel zu schade, einen ganzen Tag zu verschenken, weil es uns nicht gut geht. Aber es ist eine Entscheidung, wenn du sagst, nö, da habe ich aber Bock drauf, dann machst du das, weißt du genau. So, das heißt, also, wenn wir in unserer Liebe sind, wenn wir uns wohlfühlen, wenn wir in unserer Mitte sind, reagieren wir ganz anders und das ganze Umfeld begegnet uns ja auch anders. Und so viel können wir natürlich mit unseren positiven Vibes, die wir natürlich sowieso schon dann in die Welt senden, da schon mal so viel Gutes tun und vor allem ganz anders auch mit unserem Umfeld und mit den Menschen umgehen. Das ist ja das Tolle. Du wirst ganz anders mit deinen Kunden umgehen, du wirst ganz anders in der Welt auftreten und dich präsentieren, wenn du in deiner Mitte bist, wenn du in deiner Liebe bist. Genauso in der Seelenpartnerschaft. Wenn es dir gut geht, wenn du in deiner Liebe bist, dann kannst du sogar noch mehr lieben, deinen Seelenpartner oder deinem Seelenpartner noch mehr zeigen, wie er sich noch mehr lieben kann. Das ist ja das Schöne. Wenn wir von unserem Herzen aus agieren, wenn wir aus uns heraus leben. Und das ist das, was so wichtig ist jetzt in der neuen Zeit, dass du auf deiner Frequenz bist, in deiner Seelenenergieschwingung, weil dann kannst du, wie gesagt, die ganze Welt verändern und auch in dem Moment die Welt zu einem schöneren Ort machen, da, wo du jetzt gerade bist. Und das ist so, so wichtig. Darum achte als allererstes auf dich. Wie gesagt, hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern mit Selbstliebe. Und du wirst sehen, du wirst ein ganz anderes Business führen. Ein Seelenbusiness, wo du wirklich voller Freude dabei bist, weil du die positiven Dinge siehst, weil du diese Fülle siehst, weil es ist ja schon alles da, es ist diese Fülle da, es ist diese Liebe da und du siehst sie noch mehr und sie wird immer mehr und du kannst sie immer mehr verkörpern, genauso in der Seelenpartnerschaft auch. Und das ist eine ganz neue Art und Weise, damit umzugehen. Natürlich haben wir dann schon ansatzweise mit angefangen und da schon mal uns in Selbstliebe geübt und so. Aber ich sage dir aus eigener Erfahrung, sein Business wirklich so umzustellen, dass du wirklich in deiner Liebe bist und so dein Business führst, in deiner Schwingung, in deiner hochschwingenden Energie, auf deiner Frequenz, das ist mega. Das ist nochmal ein on top sozusagen. Das ist nochmal ein ganz anderes Level, was du da in deinem Business erreichst. Und wie gesagt, genauso in deiner Seelenpartnerschaft auch. Habe ich ja auch schon ein Video drüber gemacht, wie wichtig Selbstliebe ist. Dass du dich zuerst liebst. Und wenn ihr euch beiden selber liebt und dann noch eure Liebe sozusagen, könnt ihr damit ja noch mehr Liebe verbreiten, weil ihr dadurch den anderen auch noch mehr lieben können. Weil je mehr du dich liebst, desto mehr kannst du den anderen lieben. Und das ist genauso im Business. Und das finde ich mega, mega cool. Und du wirst eine ganz neue Qualität auch mit deinen Kunden haben. Mit dem,
was du machst, das wird eine richtig coole Qualität werden und die wirst du lieben und du wirst einen ganz neuen Erfolg für dich erleben, kein Erfolg, wo Druck ist oder wo irgendwas gemacht werden muss oder so, nein, sondern es ist ein Erfolg, der leicht geht, der aus deinem Herzen kommt, der in Liebe geschieht und das ist etwas ganz, ganz, ganz Wundervolles, was wir jetzt auf diese Welt bringen können, was wir jetzt leben können. Was wir jetzt als Vorbilder sozusagen machen können, wenn du auch eine Soul-Leaderin bist oder eben auch ein Seelenpartner, ein Soulmate, sozusagen Seelenpartnerin, wo du sagst, ja, da habe ich richtig Bock drauf. Das ist für mich ein Modell, was ich gerne leben möchte. Und wie gesagt, du bestimmst dein Leben, du bestimmst deine Realität, du hast die Macht. Ist das nicht cool? Und wenn ich dir weiterhelfen soll, schau gerne auf meiner Webpage vorbei, annettebaumeister.com. Da geht es nämlich genau um dieses Thema. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Ich kann nur sagen, du schaffst es. Ich freue mich, dass du da bist und genauso Bock hast wie ich in der neuen Zeit zu leben, diese neue Zeit auch für sich zu genießen und vor allen Dingen auch diese neue Zeit für sich zu nutzen und zu sagen, hey, es geht ja jetzt ganz anders als das, was ich gelernt habe, wie ich groß geworden bin, sondern ich darf jetzt wirklich mein Leben genießen, ich darf mein Business genießen, ich darf meine Seelenpartnerschaft genießen. Auch genauso, wenn du in deinem Seelenpartner-Dualseelenprozess bist, was meinst du, was sich verändert, wenn du anfängst, dich wirklich selbst zu lieben, auch erstmal auf dich zu achten, habe ich neulich auch ein Video drüber gemacht. Gerade wenn der verheiratet ist, dass du seine Nummer eins wirst, weil du erstmal selbst deine Nummer eins wirst. Es liegt alles an dir. Du hast so viel Macht, du hast das alles in der Hand. Also, ich würde mal sagen, ein High Five auf dich, auf deine Seele, auf deine Selbstliebe, auf dein Seelenbusiness, auf deine Seelenaufgabe, auf deinen Seelenpartner. Alles, was dir letztendlich wichtig ist. Ich freue mich, du bist einfach wundervoll und ich freue mich, dass du dabei bist und genauso Lust hast in der neuen Zeit, die Welt einfach zu einem besseren, glücklicheren, fröhlicheren Ort mit mehr Liebe zu machen. Also alles, alles Liebe. Love and smile, so oft du nur kannst. Deine Annette und Lisi. Liebe deine Einzigartigkeit, denn du bist ein Geschenk. Pack es aus. Wir brauchen dich. Tschüss.